Die Kollegen sind dann hoch ins zweite Obergeschoss, haben die Wohnungstür geöffnet, haben eine leblose männliche Person vorgefunden mit einem Zettel daneben, Vorsicht Gift. Scheint sich zu festigen, dass dort Briketts einer Shisha-Pfeife verbrannt worden sind, absichtlich, um sich dann damit das Leben zu nehmen. Nachbarwohnungen wurden von uns begangen, Nachbarn waren nicht betroffen. Ebenso die Flure, Messungen jetzt im gesamten Gebäude sind negativ.